Der Lukas Show Episode 4. Über 14% Rendite mit Immobilien, ist sowas realistisch? Mein Name ist Lukas und in meiner heutigen Episode geht es einzig und allein um die Renditeberechnung und die Renditemöglichkeiten von US-Immobilien. Anhand eines Investments zeige ich euch Punkt für Punkt alle Zahlen, die dazu notwendig sind zur Berechnung, ein realistisches Beispiel von einem Haus, was ich kürzlich gekauft habe. Und ihr schaut es euch mit an und sagt mir dann dazu eure Meinung. Die gesamte Kalkulation mache ich in einem Tool und dieses Tool stelle ich für euch kostenfrei zur Verfügung. Ihr könnt es euch einfach runterladen und anschauen und dafür möchte ich weder euren Namen noch eure E-Mail-Adresse noch sonst irgendwas von euch, sondern einfach nur benutzt es. Also dann viel Spaß damit und let's get into it. Nimmt man die bekannte Überschlagsformel zur Renditeberechnung von Mietshäusern, die da lautet Jahreskaltmiete geteilt durch den Kaufpreis, ergibt die Bruttorendite. Schauen wir uns das Ganze an einem Beispiel an. Das Investitionsobjekt, um das es sich handelt, ist das aus den vorhergehenden Episoden 1 bis 3. Und zwar ist es das 3-Bedroom, 1-Bath, Einfamilienhaus in Drexel Hill, Pennsylvania, ein kleiner Vorort von Philadelphia, also genau auf halber Strecke zwischen New York und Washington D.C. Wenn ich jetzt die Zahlen für dieses Beispiel eintrage, sind wir bei 1600 Monatsmiete mal 12 geteilt durch den Kaufpreis 130.139 US-Dollar. Ergibt eine Bruttorendite von 14,75%. Ist das realistisch? Schauen wir uns die genauen Zahlen an und tragen sie in das Excel-Tool ein. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Ihr müsst euch nicht anmelden oder sonst irgendwas, einfach nur den Link benutzen. Wenn euch sowas gefällt, lasst mir einen Like da. Abonniert den Kanal oder und schreibt mir in die Kommentare Immo, I-M-M-O. Dann sehe ich, dass das in die richtige Richtung für euch geht, dass ihr dazu mehr wissen wollt. Wenn ihr Aktuelles aus dem US-Vermieteralltag sehen wollt, folgt mir bei Instagram unter @thelucasshow und da dokumentiere ich meine täglichen Erlebnisse mit Mietern, Häusern, Maklern, Verkäufern und so weiter und so fort. Die Zahlen schauen wir uns direkt in dem Excel-Tool an, beziehungsweise in dem Kalkulationstool und dazu blende ich mich aus und wir gehen mal auf das Excel-Tool. Auf geht's. Hier seht ihr jetzt die exakte Kalkulation, das komplette Kalkulationstool, was ich bereits eingangs angekündigt habe, steht frei für euch zum Download. Den Link dazu, den kopiere ich euch in die Beschreibung des Videos. Aktuell seht ihr mal gar nichts, das heißt, hier sind noch gar keine Zahlen eingetragen und diese Zahlen gehen wir jetzt Stück für Stück durch und tragen sie einfach ein. Das heißt, den Kaufpreis von diesem Haus, der ist 130.139 Dollar gewesen. Wir haben uns entschlossen, ein Downpayment zu machen von 30% und die Bank hat Zinssatz von 4,25% mit einer Amortisationszeit von 25 Jahren. Die Closing Costs waren schon eingetragen, das ist ein fester Wert und diese Closing Costs, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben, setzen sich zusammen aus verschiedenen Sachen, wie zum Beispiel den Ausgabegebühren, den Aufnahmegebühren für die sozusagen den Grundbuchübergang. Die Versicherung wird initial mitbezahlt, es gibt ein Escrow, das heißt, in dem Fall ist es so eine Art Treuhandkonto. Da zahlt man mit der Rate, mit der monatlichen Rate, zahlt man in die Versicherung und in die Steuern für dieses Haus gleich mit an die Bank und die Bank führt es für einen ab. Transfer Taxes sind damit enthalten, Flood Inspection, also ob das in einem Flutgebiet liegt. Das sind alles Sachen, die die Bank chargt, hier unten diese paar Sachen und die Ausgabegebühren natürlich auch und ein paar andere Sachen sind fürs Closing eben relevant und da kommt man eigentlich nicht drum rum. Diese Reparaturen, diese Zahl, wie sie hier steht, dafür habe ich euch hier unten einen Reiter eingebaut. Mit den Repairs. Hier sind alle Repairs aufgelistet. Hier steht Who im Sinne von wer hat es gemacht? Haben wir das selber gemacht oder haben wir das extern vergeben? Wenn wir uns die Sachen anschauen und sagen, wir gucken uns nur erstmal an, was wir selbst gemacht haben, das sind so Sachen wie das Haus waschen, Drainages, also Abflüsse unten reinigen, wo im Keller noch Wasser stand oder mal Wasser stand, was auch immer, kleinere Leaks, Türen ausjustieren bzw. Schlösser austauschen, Grundreinigung, das Gardening, das heißt Hecke schneiden und so weiter und so fort. Solche Geschichten. Garage musste neu gemacht werden, beziehungsweise leer gemacht werden. Glühlampen, Schrankeinsätze, Spiegel, solche Geschichten. Das heißt, das waren so kleinere Reparaturen. Und wenn wir uns die anderen Sachen anschauen, die wir extern haben machen lassen, beziehungsweise von Contractors. Das ist einmal die Permit. Das heißt, man muss jedes Jahr 86 Dollar bezahlen, damit die Gemeinde kommt und überprüft, ob man auch die richtige Anzahl von CO2-Detektoren und Rauchmeldern hat und Feuerlöscher und solche Geschichten. Die Heizung haben wir inspizieren lassen. Ein Luftentfeuchter im Keller. Ventil am Wasserheizer war kaputt. Der
15 Jahre alte Dryer wurde repariert, neu lackiert und ist weiter in Betrieb. Die Heizung musste repariert werden, In-Window-Units mussten installiert werden, das heißt diese berühmt-berüchtigten Fenster-Units mit einer Klimaanlage, aber hier in der Gegend um Philadelphia ist eine Klimaanlage im Sommer einfach notwendig, das geht nicht anders. Plumbing Heating, da waren ein paar Abflüsse kaputt, also Drain-Pumps und solche Sachen waren kaputt. Die Drainage im Bad, die musste neu gemacht werden, das war auch 1940, ist das Haus Baujahr und von daher waren auch die Rohre. Die waren bisher durchgehalten, aber dann hat der erste Plumber angefasst und dann zerfallen die. Und dann kam der zweite Plumber hinterher und dann war das Mixing Valve, also der Hahn, der Wasserhahn, der die Verteilung zwischen Badewanne und Duschkopf macht, der war kaputt. Das war auch nicht mehr zu retten, auch alles von 1900 irgendwann. Der Schornstein brauchte ein neues Inlay, also so ein komplettes Rohr, dass die Gase nicht ins Haus strömen, sondern zum Schornstein oben raus. Und das Garagendach wurde komplett neu gemacht. Also das sind jetzt die Reparaturkosten für dieses Haus, die angefallen sind. Gehen wir zurück auf die Kostenübersicht. Das heißt, die Repairs, das ist hier die Summe, die wird automatisch berechnet. Die Property Taxes, das sind Taxes, die man für das Haus bezahlt, für den Schulbezirk und ähnliches. Das heißt, in diesem Fall sind es 5.435. Die Versicherung für dieses Haus beträgt $707. Eine Management Fee entfällt, weil das ist alles selbstverwaltet. Und die Wartungskosten werde ich mit ca. 3% vom Mietpreis ansetzen. Das ist aktuell 0, weil der Mietpreis natürlich 0 ist. Und andere Kosten haben wir in diesem Fall, wie hier schon eingetragen, der Sewer, das heißt, das ist das Abwasser und der Müll, sowie die Landlord Permit, die zwar hier Kosten hier oben mit drin ist, aber trotzdem jährlich bezahlt werden muss. Das heißt, hier sind wir bei $530. Wichtigster Punkt, wenn wir hier oben 3% der Miete sagen, wie hoch ist die Miete eigentlich? Die Miete ist für den Vermieter in den USA eigentlich ein frei zu bestimmender, oder in Pennsylvania, um genau zu sein. In Kalifornien sieht die Sache anders aus. In Pennsylvania ist es ein frei zu bestimmender Betrag. Ich kann ja wie auch sonst in sonstigen Verträgen verlangen, was ich möchte. Ich muss nur jemanden finden, der es bezahlen will und bezahlen kann. Und hier muss man eben als Vermieter einen realistischen Betrag finden, der eben sich aus der Lage des Hauses, der Gegend, der Anzahl der Schlaf- und Badezimmer im Haus ergibt, dem Zustand und beispielsweise zusätzlichen Features wie Klimaanlage, Qualität oder Zustand der Fußböden, abschließbare Garage. Also es ist einfach ein Angebot und Nachfrage und wer sich das leisten kann und möchte, der kann das. Und in diesem Fall haben wir angesetzt $1.600 im Monat. Und wir haben mit einem sehr konservativen Leerstand gerechnet. Das heißt, es kann ja sein, dass 12% aufs Jahr gesehen das Haus leer steht. Ist sehr pessimistisch, weil beispielsweise der Turnover-Zeitraum vom Kauf über die Renovierungsarbeiten zum Listing auf den Mietportalen, Screening der Bewerber bis hin zum Einzug der neuen Mieter hat genau 10 Tage gedauert. Wie das Screening ablief, wie gesagt, hier oben ist der Link, da ist das Video über das Screening der Mieter. Nun zu den KPIs, zu den Zahlen, zu den Kennzahlen für dieses Haus. Hier haben wir das Multiple, in Deutschland glaube ich bekannt unter dem Begriff der Faktor. Und hier haben wir die Investition, das heißt das Capital Invested durch das Bruttoeinkommen pro Jahr. Das heißt, wie lange braucht es, um dieses Haus zu refinanzieren mit dem Bruttoeinkommen? Und in diesem Fall sind das der Kaufpreis, die Closingkosten und die Reparaturen, weil das sind die Investitionen, die anfielen für dieses Gesamthaus, ins Verhältnis gesetzt zur Jahresmiete und das ergibt einen Faktor von 7,5. Hier der wichtigste Punkt oder für manche der wichtigste Punkt, für mich der nicht so spannend, ich gucke lieber auf solche Geschichten, beziehungsweise der Cashflow ist relevant. Aber gehen wir Stück für Stück durch. Das ist, wie bereits eingangs erwähnt, die 14,75%, die ominöse. Hier haben wir den Kaufpreis, beziehungsweise das die Jahresmiete geteilt durch den Kaufpreis ergibt in diesem Fall 14,75%. Die Netto-Rendite, beziehungsweise auch die Cap Rate genannt, das ist eben das Net Operating Income durch den Kaufpreis. Und das Net Operating Income von diesem Haus ist 9.648, geteilt durch den Kaufpreis ist das. Und wie berechnet sich das Net Operating Income? In diesem Fall abgelesen von dem Reiter Return on Invest. Und hier sieht man, das Net Operating Income wird wie folgt berechnet. Da ist das Bankloan noch mit drin, also das heißt vor dem Kredit. $9.648 pro Jahr vor Schuldendienst. Ergibt einen Cash on Cash Return, der Cashflow, der Jahrescashflow, geteilt durch die natürlich wirklich realistisch investiert, also das investierte Kapital. In diesem Fall war das das Downpayment, was Cash bezahlt wurde, die Closingkosten Cash bezahlt und die Reparaturen Cash bezahlt. Und somit ergibt es eine Gesamt-Cash-und-Cash-Return von 6,86%. Und summa summarum, hier unten $310 pro Monat Cashflow. Und das ist ein bisschen mehr als die berühmt-berüchtigten Pfandflaschen, die manche YouTuber-Kollegen da als Maßeinheit hinzuziehen. Sind nun 14,75% realistisch? Ist es korrekt berechnet? Ihr habt die Zahlen, ihr habt das Tool, sagt's mir.
Den Link dazu, wie gesagt, findet ihr unter dem Video und dann könnt ihr euch das direkt anschauen. Lasst mich wissen, welche Renditen ihr erzielen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat und das Thema gefallen hat, lasst mir ein Like da, schreibt mir eure Themenwünsche und ähnliches in die Kommentare. Folgt mir bei Instagram unter @thelucasshow und da gibt es mehr tägliche News und hier die Videos sind eher so themenspezifische News. Vielen Dank, dass ihr bei diesen Zahlen so lange durchgehalten habt und dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin.